So Freunde, herzlich willkommen zu diesem Live-Video. So sieht es jetzt gerade in der Redaktion von RSA aus. Niemand ist an seinem Platz, weil wir sind alle im Studio versammelt. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, sind die Redaktionsräume. Auch hier vorne an diesen Plätzen wurde auch immer gearbeitet. An die Kollegen vom Hörerservice, die hier auch mitgearbeitet haben und immer noch am Telefon sind, das Ganze vermitteln. Hier saß ein Redakteur, dort saß ein Redakteur. Und jetzt gehen wir rein. 11:35 Uhr. Hallo, hier ist Facebook Live. Hallo. Das ist das Sendestudio von RSA. Seit wie vielen Stunden? Seit wie vielen Stunden seid ihr jetzt hier auf Sendung? 51 Stunden und 57 Minuten. Uwe, ehrlich, ganz im Ernst, wie geht's dir jetzt? Ich habe gerade gesagt, ich hatte eben Tränen im Augen beim Sprechen, zum ersten Mal in diesen 52 Stunden. Jetzt habe ich mich wieder gefasst. Das lässt Kind kalt, das ist verrückt. Ja. Zeige lieber die jungen Menschen hier. So Leute, da seid ihr. Das sind die ganzen Leute, die alle mit auch dran gearbeitet haben. Daniel, Stefan Behler, unser Nachrichtenchef, Theresa Seiter, Paul, Christoph, Alex, der sich hinter dem Dankeschild versteckt. Natürlich Lena und Katja, last but not least. So, gleich gehen wir live on air, ladies and gentlemen. So, bei Facebook könnt ihr jetzt zugucken. Carsten, komm rein. Radio ist viel spannender. Ach, Carsten fehlt noch. RSA einschalten. Ja, unbedingt. Geht auch in die App von RSA, da könnt ihr das auch parallel noch hören. Auch von Carsten, danke. Puh. Alle sind völlig ein bisschen aufgeregt. Ja, und fix an alle. Können wir nicht so ein Smiley über jedes Gesicht? Das geht beim Live-Video ein bisschen schwer. Was fehlt da? Wir haben ja gesagt, bis um 10. Es ist jetzt nicht mehr 2 Minuten, dann ist um 10. Dann gibt es von Katja den offiziellen Spendenstand. Kombiniert mit dem ganzen Geld, das wir auch eingenommen haben, das Daniel eingenommen hat. Wir alle, du auch. Ja. Jetzt muss ich Klappe halten. Psst. Eine Minute ist es noch Zeit bis 10. Und die eigenen Kollegen kommen immer als die letzten. Eben waren noch Kollegen von der Unair Promotion da, von RSA. Kollegen aus der Disposition. Janice hat noch aus der eigenen Tasche 50 Euro. Wow, geil. Noch 40 Sekunden. Wir haben gesagt, 52 Stunden, die kostet auch aus. Auf rsa-sachsen.de. Es ist verrückt. Hier ist eine Truppe versammelt. Ihr hängt alle, genau, wenn ihr nur halb so durchhängt wie Katja und ich, dann können wir nicht mehr krauchen. Aber es ist vielleicht einer der schönsten Momente unseres Lebens. Es war Mittwoch früh um 6. Aufgeregt und voller Erwartung sind wir zusammen mit Ihnen in den RSA Spendenmarathon gestartet. Wir sind in eine besondere Zeit gestartet. Die Weihnachtszeit war für ganz Sachsen in diesen Stunden die RSA Spendenmarathonzeit. Wenn ich anfange zu heulen, dann macht ihr bitte. Geht uns genau. Ja. 52 Stunden für die Kinder Sachsens. Gemeinsam helfen, damit hunderte Kinder ein glückliches Weihnachten erleben, was sich so lapidar sagt, ist traurige Realität. Wir senden, sie spenden, wir ackern. Immer's mal durch. Ja, bei 10.000 Euro hat der Uwe an der Tankstelle in Wurzen Autoscheiben gewaschen. Das war noch Spaß, schön. Bei 20.000 habe ich mich auf den Leipziger Weihnachtsmarkt gestellt und gesungen. Das ist das voll genial. Ja. Wuhu. Geil. Mega. Ja, 30.000 hat er über den ganzen Vormittag Rosen im Freistaat verteilt. Ja, liebe Frau Heinrich vom Blumenladen in der Dixgauer Straße, danke, dass du mir die Rosen geschenkt hast. War schön. Bei 60.000 Euro haben wir beschlossen, im nächsten Frühjahr eine Danketour durch Sachsen zu machen. Jawohl, Lutz Stocker gleich ein. Mit dem Musikmobil und Lutz Stolberg. So. Jetzt sind wir alle im Studio. Es ist um 10 durch. Rien de va plus. Danke übrigens, dass ihr mit den Spendenmobilen auch keine Beule ins Auto gemacht habt. Ja, die waren doch auch Tag und Nacht unterwegs. Die sind ausgebeult, aber von außen, weil so viel Geld drin war. Christoph, welches Gefühl bewegt dich jetzt in dem Moment? Mach die Augen zu, sag's einfach. Ja, es ist so viel. Ich kann es kaum in Worte fassen. Mein schönster Moment war tatsächlich in Wurzen in der Schillerstraße. Die Frau mit ihrer Mama, glaube ich,
RSA stehen bleiben. Die hat mich einfach nur an der Jacke erkannt und ich, scheiße, das ist mir noch nie passiert. Und dann hat sie mir, glaube ich, 20 Euro in die Hand gedrückt und ja, Wahnsinn. Wow. Lena, was bleibt bei dir hängen? Das Gefühl, dass die, die schon ohnehin wenig haben, mit beiden Händen einfach geben. Hm. Ja. Dann nimm die Kleine mal an Arm, neu. Jetzt zeig mal keine Schwäche. Indianer weinen nicht. Ja. Aber dich hat es auch tief berührt. Ja, vor allem gestern in Chemnitz auf der Straße der Nation, der Didi, der hat das einfach so kurz und knapp und nebenbei. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und er so, komm, das schnell machen, ja, 1000 Euro. 1000 Euro. Wahnsinn. Mehr musst du nicht sagen. Theresa, wie hast du es erlebt? Du hast doch auf allen Hochzeiten getanzt während dieser 52 Stunden. Ja, also ich fand diesen Zusammenhalt, also wirklich, ob das jetzt in der Bäckerei Göbbeke in Leipzig war, die eine Kasse für uns extra aufgestellt haben, wo die Kunden was reingeschmissen haben, oder der Andi, der gestern Abend hier war, der sein Trinkgeld gespendet hat, oder die Jungs von der DPD in Großenhain. Also wirklich, dass jeder hier mitzieht, das ist, ich habe auch gerade Herzklopfen, das ist so schön, wirklich. Wollen wir nochmal winken für alle, die bei Facebook zugucken im Live-Video. Markus Boschlott, du musst 20 Hände haben, was du alles gemacht hast. Ja. Sammel dich mal kurz, was bewegt dich? Also mein großes Fazit bei dieser Geschichte ist, dass es ja viele Spendenmarathons sonst wo schon gegeben hat, wo große Firmen kommen und sagen, hier mal 100.000, da mal 50.000. Das ist ja bei uns so nicht passiert, sondern vor allem die Hörer, diese 5 oder diese 10 Euro haben es zu dieser gigantischen Summe gemacht. Das macht mich echt sprachlos. Und wir haben letzte Woche, erinnert euch, wir haben zusammengesessen und haben gesagt, ja, ey, 30.000, hoffentlich schaffen wir das wäre geil. So war's. RSA-Sendestudio ist plakatiert mit Danke Sachsen-Ostern. Jawohl! Jetzt mal, wollen wir mal gucken, was raus ist. Ja, jetzt. Der offizielle Spendenstand am Ende des RSA-Spendenmarathons. Inklusive der 7.500 Euro Bargeldspenden und inklusive der 2.000 Euro Festivalspende sind wir am Ende rausgekommen. Dank Ihnen. Bei 152.908 Euro. Wow. Das glaubt uns kein Mensch. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Danke. Und ich habe vor wenigen Sekunden gerade eine SMS bekommen von der Geschäftsführung von RSA, die auch durchgehört haben, mitgefiebert haben, wir auch hier im Studio waren, die haben gesagt, wir runden auf. Also, offiziell 160.000 Euro. Damit hunderte Kinder wirklich schönes, glückliches neues Jahr 2020 haben, sind die einfachen Dinge. Warme Kleidung, warmes Essen, bessere Pflege natürlich, Betreuung. Und da gucken wir doch mal, ob es angekommen ist schon über die Erderwellen von RSA. Yippie-jai! Es ist jawohl! 160.000 Locken. So, bevor wir jetzt alle Spender, Sie alle, hochleben lassen und sagen Danke Sachsen, ganz wichtig nochmal in eigener Sache, Spendenseite bleibt online. Es ist ein Wahnsinn. Sie, die Menschen in unserem Land, haben bewiesen, was sie für ein großes Herz haben. Das wird ja immer überall hochbeschworen. Die haben es erlebt, 52 Stunden lang. Seien Sie weiter füreinander da. Und beweisen sich jeden Tag aufs Neue. Wir helfen auch gerne mit dabei, dass der Zusammenhalt stimmt bei uns im Land. Ja. Ja. Wenn es wirklich ein ganzes Land dazu führt, dass gemeinsam Radio gehört wird und
gemeinsam geholfen wird, dann ist es typisch RSA. Und jetzt auf euch, ihr Sächsinnen und Sachsen, denkt dran, dass die Kinder das Kostbarste sind, was wir haben. Geil! Und Glückwunsch zu 52 Stunden Live-Sendung! Wahnsinn! Sehr geil! Oh, das war geil! Mal drücken, wollte ich. Ja, komm, wir drücken! Ja, 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 ja. Auf Facebook! Wie geil! Junge, mach gerne! Wir leben noch! Das war wirklich und alle machen mit! Ein Hoch auf Sachsen! Wahnsinn, Leute. Ich kann nicht aufhören zu heulen. So sieht's hier aus. Es kommen auch gerade noch ganz viele Nachrichten von den Vereinen, die sich bedanken, die es ganz toll finden. Oh, Lena. Oh, komm, geh mal her. Oh, Gott. Oh, lass sie mal drücken. Oh, Gott. Oh. Wenn's einmal läuft, herrlich, dann läuft's. Danke, danke. Paul! Wie geil! Der arme Christoph, der die Sendung macht. Der muss jetzt weitermachen, Christoph! Er schmeißt uns jetzt alle raus und spielt erst einfach Musik, 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 ja, Musik. Ja, November Rain irgendwie. Ja. Kannst ein kleines verschämtes Hallo sagen und dann ist Schluss. Schönes Jingle abdrücken und sagen, das Team geht jetzt ins Schlafraum. Und ja, du hast verloren und musst jetzt noch 5 Stunden hier sein. So, Freunde. Wahnsinn, vielen Dank, vielen Dank. Vielen, war, vielen Dank. War einer meiner schönsten Radiomomente in 30 Jahren. Geil. Schön. So, Freunde. Hast du ausgemacht? Nee, wir sind auch drauf. Das könnt ihr euch alle hören, das ist nichts Schlimmes. Das haben jetzt alle gehört. So, Freunde. Ja. Wir sagen auch Tschüss. Und nochmals vielen, vielen Dank. Das ist sensationell. Danke. Wir finden echt keine Worte. Und das ist bei Radioleuten schon was Besonderes. Sag Tschüss, Lena. Tschüss, Lena.